Hallo und herzlich willkommen bei Turn On. Mein Name ist Jens und am 20.02. hat Samsung die neue Galaxy S10-Reihe vorgestellt. Auf Einladung von Samsung durften wir uns die Geräte schon ein paar Tage vorher anschauen. Und in meiner Hand habe ich das Galaxy S10e und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Das Galaxy S10e, was für Essential steht, ist quasi die Einsteigervariante des Galaxy S10. Farblich bietet Samsung hier mit einem auffälligen Gelb und einem dezenten Grün die interessanteste Variante seines Flaggschiffs an. Frontal gibt es einen beinahe vollkommen randlosen 5,6 Zoll AMOLED-Screen mit einem kleinen Loch für die Frontkamera und Full HD Plus Auflösung. Das Galaxy S10e ist zudem das erste Samsung-Flaggschiff seit dem Galaxy S7, das ohne einen Edge-Screen daherkommt. Die Rückseite besteht wie üblich aus Glas, während der Fingerabdrucksensor erstmals in dem schmalen Metallrahmen auf der rechten Seite sitzt. Außerdem gibt es eine Dualkamera auf der Rückseite, die neben der Standardlinse auch noch eine Ultraweitwinkellinse mitbringt. Videoaufnahmen in 4K und 60F beherrscht das E-Modell ebenso wie das Standard Galaxy S10. Auch bei den inneren Werten bietet Samsung erfreulicherweise die gleiche Ausstattung wie beim normalen S10. Schaut euch das Video dazu am besten auch noch an. Leichte Abstriche gibt es allerdings beim Akku. Mit einem Fassungsvermögen von 3100 mAh hat das Galaxy S10 den kleinsten Batteriespeicher der drei Galaxy Smartphones. Funktionen wie Quick Charging, Wireless Charging und das neue Power Share Feature sind jedoch ebenfalls mit an Bord. Insgesamt kann das Galaxy S10e wohl als Samsungs Antwort auf das iPhone XR angesehen werden. Ob das neue Einsteiger-Flaggschiff überzeugen kann, wird jedoch erst ein finaler Test zeigen.